meine liebe Strickfreunde und Strickfreundinnen. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen, nicht gehört. Jetzt bin ich für Sie wieder da. Ich habe sehr viele Anfragen zu meinem alten Video Muschelanschlag bekommen. Das Video hatte ich schon vor Jahren auf meinem YouTube-Kanal. Leider ist er auch vor etwa 5 oder 6 Jahren verschwunden. Komplett und restlos, zusammen mit vielen anderen Videos von meinem YouTube-Kanal. Anscheinend war das ein Hackerangriff. Ich habe versucht, viele Videos wiederzufinden und nochmal wiederholen, aber genau das Video habe ich nicht mal auf meiner Festplatte gehabt. Leider gelöscht. Dieser Muschelanschlag habe ich in meinem Strickmuster gehabt. Kurze Sommersöckchen in Lace Daisy. Diese Strickanleitung existiert immer noch. Sie können sie immer downloaden von meiner Webseite oder auf Ravelry-Seite. In dem Strickmuster hatte ich die Beschreibung auch zu diesem Muschelanschlag hier auf der Seite 3. Aber anscheinend ist doch etwas kompliziert beschrieben. Deswegen zeige ich das noch einmal. Die Socke fängt mit dem Muschelanschlag, dann geht in den Schaft mit elastischem Muster für die Ferse und für obere Teil gibt es natürlich wunderschöne Lace-Muster in wenigen Reihen gestrickt und wird wiederholt. Schaft geht in die Bumerang-Ferse rüber und am Ende eine hübsche runde Spitze. So, uns interessiert jetzt im Moment nur dieser Muschelanschlag. Diesen Muschelanschlag habe ich nicht nur in den Söckchen gestrickt. Ich habe Schals gemacht und Pullovers gemacht in verschiedenen Modellen. Und ich zeige Ihnen jetzt noch 2 Schals mit diesem Anschlag. Dieser Muschelanschlag wird nicht komplett gleich auf einmal alle Muscheln eingeschlagen. Die werden Stück für Stück zusammen mit dem Body von dem Schal gestrickt. Da gibt es natürlich tausende kleine Tricks, wie man das macht. Hier liegt noch ein Schal zusammengefaltet, weil es ein recht langer Schal ist. Und hier gibt es auch eine schöne Kante, die auch Stück für Stück, Muschel für Muschel eingeschlagen wird. Zusammen mit dem Body gestrickt gleichzeitig und natürlich ein kleines Lace-Muster ist dabei. Das Besondere ist an der Kante, da gibt es auch Perlen. Das ist unser Lieblings-Foxy. Ja, schaut mal, wie das aussieht. Wir schlagen im Muschelanschlag erstmal die Kante. Dann nehmen wir noch die Maschen in den Muscheln selber auf. Sie können auch zwischen den Muscheln auch machen und dann stricken wir in dem Muster, was wir gerade in der Anleitung haben oder nach Ihrem Wunsch. Hier gibt es noch ein kleines Kettchen. So würde es zum Beispiel in einem Jackett aussehen. Das Garn ist ein bisschen anders, das ist Alpaka, warme Alpaka mit Polyamid, ganz für warme Jäckchen und warme Schal. Schauen Sie mal, das sieht ja wunderbar aus und schneller stricken als mit dünnem Garn. Schaut bitte, wie das alles aussieht. Hier seht ihr ein ganz anderes Garn, das ist sehr strapazierfähiger Garn für dicke Socken oder dicke Winterjacken. Dieser Muschelanschlag ist am einfachsten mit Schlauchgarnen zu stricken. Mein Lieblingsgarn ist dafür, wie ihr seht, für Winter, reine Baby-Alpaka. Übrigens, das Garn könnt ihr in allen möglichen Farben in meinem Online-Shop erwerben. Das ist DK-Qualität, ziemlich schnell strickt. Schaut mal, wie das aussieht. Und noch ein kleiner Trick für die, die mit mehreren Farben gerne stricken. Ich habe jetzt 2 Farben. Das ist Baumwolle mit Seide. Man schlägt in eine Farbe, dann nimmt man andere Farbe, schlägt 2. Farbe und so weiter. Und beim Stricken wird einfach der Faden hier verkreuzt. Was brauchen wir dazu? Wie ihr seht, Wolle, das Garn, Dicke vom Garn und Zusammensetzung vom Garn spielt keine Rolle. Passend dazu müsst ihr einfach verschiedene Nadelstärken ausprobieren. Für die ganz wohlige, hier für dicke Alpaka, habe ich natürlich 4,5 Nadel genommen. 4,5 Stricknadel und am besten Bambus. Zum Beispiel, ich habe sogar dieses dicke 4,5 Stricknadel mit etwas dünnerem Garn genommen. Dann sind sie ein bisschen voluminöser.
Nehmen Sie ein bisschen kleiner, werden Sie kleiner und knuspriger, so wie es Ihnen passt. Allerdings, eines muss ich sagen, zu den Häkelnadeln. Es gibt verschiedene Häkelnadeln. Hier die Spitze ist glatt und dann dicke Stelle. Ziemlich unbequem. Solche Häkelnadeln, die sind komplett ein Durchmesser durch die ganze Häkelnadel. Und das passt. Ich habe jetzt Häkelnadel 3,5, Stricknadel 4,5, wie ihr seht, die sind nicht gleich dick. Ich habe mit beiden gleich 4,5 und 4,5 gestrickt und hat es mir nicht gut gefallen, weil es ein bisschen zu locker gewesen ist. Deswegen die Nadel ein bisschen dicker, die Häkelnadel ist etwas dünner. Als erstes machen wir eine Masche, damit wir Garn halten können. Nehmen Sie die Stricknadel, so, Häkelnagel legen Sie parallel drauf und halten Sie so zusammen. Wir schlagen jetzt nötige Maschenanzahl, ich denke 8 wird mir gut hier passen, auf die beiden zusammen, auf die beiden mit einem Daumenanschlag. Also, ich schlage 8 Maschen, genau mit den 2 Nadeln, Stricknadel, Häkelnadel zusammen. Acht Maschen habe ich eingeschlagen. Die erste Masche hängt hier und interessiert uns im Moment nicht. Jetzt nächster Schritt. Ich schiebe die Häkelnadel ein bisschen nach vorne, es ist ein bisschen bequemer, und lege Garn nur um den Häkelnadel. Dieses Garn ziehen Sie hier durch alle neu angeschlagene Luftmaschen, in dem Falle 8 Stück. Sehen Sie? Jetzt halte ich alles mit der linken Hand, ziehe die Stricknadel aus den Luftmaschen. Die brauchen wir nicht, die können wir gleich auflösen. Die brauchen wir nicht. So, durchgezogene Masche ist auf der Häkelnadel. Schauen Sie mal, was ich mache. Ich nehme jetzt die Häkelnadel raus, Stricknadel rein. Das ist die erste Masche in der Anschlagkante und die letzte aus der Muschel, letzte Schlaufe. So habe ich jetzt 2. Wir haben jetzt allererste Muschel fertig. Ab hier müssen wir die Schritte wiederholen, in der Strickanleitung nach dem Sternchen. Falls Sie den Faden fester anziehen, dann schrumpft die Muschel und wird so klein und rund. Auch ganz nett. Falls Sie nicht so fest anziehen, dann wird die Muschel eher länglich und da kann man dazwischen noch schön Maschen anschlagen. Okay, jetzt machen wir die zweite. Wir halten wieder Stricknadel unten, Häkelnadel drauf, mit dem Daumenanschlag neue 8 Luftmaschen anschlagen. Ging es ein bisschen zu schnell, dann wirklich, schauen Sie bitte meine Anfänger-Strickvideos, da ist etwas langsamer und mehr Erklärungen dazu. Neue Maschen, sehen Sie, die erste Muschel hängt nur an der Stricknadel. Hier sind die neuen Luftmaschen. Spitze nach vorne rausnehmen, ein bisschen, und Garn nur um die Häkelnadel wickeln. Sehen Sie, zwischen den beiden Garn läuft. Jetzt halten Sie in der linken Hand und ziehen Sie diesen Faden durch alle neue Luftmaschen durch. Den Faden nicht zu steif, nicht zu streng halten, nicht zu fest, dann klappt es. Sehen Sie, so wie es aussieht? Jetzt halte ich wieder alles hier, neue Muschel mit den Fingern und ziehe die Stricknadel nur aus den ersten letzten Schlaufen raus. Jetzt fange ich diese Masche von der Häkelnadel auf und so kann ich die Nadel rausziehen. Dafür brauchen wir sie auch ziemlich schmal her. Jetzt habe ich aus der Muschel die erste Masche gemacht und die zweite aus der letzten Schlaufe. Jetzt habe ich 2. Machen wir die dritte Muschel.
genauso wie der erste oder zweite Stricknadel unten, Häkelnadel oben und mit Daumenanschlag neue Luftmaschen anschlagen. Acht neue, wie es aussieht, sieht so aus. Die schon fertige Muschelchen nur auf der Stricknadel und die neue Luftmaschen auf den beiden Nadeln. Spitze raus, Faden umwickeln und durch alle Stricknadel aus den Schlaufen rausziehen und diese Masche gleich anfangen. Häkelnadel raus und die erste Schlaufe von der Muschel mitnehmen. So sind die drei. Jetzt versuchen wir ohne viele Worte. Ich zeige nur in Ruhe und ihr schaut zu. Wir haben die erste Anschlagreihe fertig, drehen das alles um und stricken die zweite Reihe. Ich möchte in dem Beispiel mit Kraus rechts stricken, also auf allen Seiten nur rechte Maschen. Erste Masche abgestrickt, die fertig war, und dann 1, 2, 3, 4. Die schon bereit gestrickten Maschen abstricken, wieder in der Muschel drinnen, neue vier Schlaufen, 1, 2, 3, 4. Und so über alle Muscheln bis Ende der Reihe. Die dritte Reihe ist ein bisschen fummeliger zu stricken, weil die Luftmaschen müssen ein bisschen auseinanderziehen. Aber wenn die Reihe fertig ist, dann ist es alles einfach. Ich ziehe die bisschen mit der Spitznadel ein bisschen auseinander, damit es größer die Schlaufe ist. Und einfach recht stricken. Wieder ein bisschen größer nachziehen. Und stricken. So sind die vier Luftmaschen in der Muschel drinnen. Die einfachsten sind natürlich die fertigen, die sind schon gut zum Stricken. Die erste und letzte von der Muschel. Eine Muschel ist fertig. Zweite Muschel. Die Schlaufen. Bisschen Nachhilfe. Und die letzte Muschelmasche. Zwei Muscheln sind fertig. Und so stricke ich einfach über alle Maschen bis Ende der Reihe. So, die allerletzte Masche. Die dritte Reihe ist fertig. Und unsere Anschlagkante ist komplett fertig. Mit dem Muschelanschlag kann man jedes Muster stricken, was Ihnen gerade passt. In glatt rechts, in krause rechts, in glatt links oder wie mit diesen Söckchen auch mit Rippenmuster. Zum Schal habe ich das Muster so gemacht,
dass wir aus jeder Muschel Maschen geschlagen haben und zwischen den Muscheln eine Masche und dazu noch eine Perle.